Ja, mein Name ist Lars Nussbaum, bin jetzt 43 Jahre alt und mache jetzt 25 Jahre Gastronomie, 20 Jahre davon in Braunschweig, habe hier 4 Betriebe. Das Überland ist jetzt seit 5 Monaten auf und es ist ein Projekt mit der Volksbank und mit Tim Mälzer und natürlich mit einem super Team dazu. Am Ende sollte es ein Tuck mehr sein und das ist auch der Grund, warum wir einen Partner für das Thema Küche brauchten, einen Geschäftspartner für das Thema Küche brauchten, wie Tim Mälzer, der dieses Know-how mitbringt. Und das war auch einer der Gründe, warum Tim gesagt hat, okay, da habe ich auch Bock drauf. Weil wir nicht an ihm als Prominenten das Interesse haben, sondern an seinem Wissen. Das ist sein Essen. Das ist nicht nur ein bisschen, das ist sein Essen. Das ist von ihm entwickelt. Ich habe vorher schon, also ich habe da noch andere Betriebe. Und im Grunde genommen ist das meine 5. MKM-Küche, die ich jetzt gekauft habe. Und bin damit sehr zufrieden. Bin also Wiederholungstäter. Ja, da das hier alles ein Sonderbau ist und alles für Überland angefertigt worden ist, ist auch der Küchenblock ist individuell für Überland angefertigt worden. Das ist ein zentrales Element in unserer offenen Küche. Und um den hier hochzukriegen, ist er dann unten vor der Tür wieder zerlegt worden und oben wieder zusammengesetzt worden. Vor allen Dingen, weil sie die Schweißnaht so weggekriegt haben, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Super Arbeit. Preis-Leistung passt wirklich zusammen, ohne Scheiß. Also ich meine, ich kriege jetzt kein Geld dafür. Warum soll ich jetzt so einen Mist erzählen? Ja, und meine Köche müssen halt auch sagen, ja, damit habe ich Bock drauf. Zuverlässigkeit bei Küchentechnik ist für mich echt als Inhaber ein A und O. Es gibt nichts Schlimmeres als Samstagabend, Bude voll und die Technik fällt aus. Das ist echt ein totales No-Go. Das ist für mich auch ein Grund, eine Küche auszubauen. Und das hatte ich bei MK noch nie. Wirklich.